Heute geht es um das Wissen reflektieren, insbesondere in Blogs. Sie alle setzen Blogs ein in der Veranstaltung. Vielleicht nochmal Zeit, das zu rekapitulieren. Ein Blog wird verstanden als eine Art Online-Journal. Text, Bilder, Audio, andere digitale Elemente können eingebunden werden. Und das Wort Blog setzt sich zusammen eigentlich, früher hießen die Weblogs, und dann hat man das verkürzt und dann hieß es Blogs. In Blogs werden insbesondere eigene Gedanken zusammengefasst, Themen aufgegriffen, aber auch Fundsachen aus dem Netz dargestellt. Also insofern hat es immer so eine gewisse persönliche Note. Es gibt aber sehr unterschiedliche Formen von Blogs und auch sehr unterschiedliche Arten, ja, kurz oder lang zu schreiben. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Es gibt dann einen Begriff, der heißt die Blogosphäre. Das ist die Gesamtheit aller Blogs. Das heißt, wenn man etwas findet in einem Blog oder in den Blog sucht, dann sucht man in der Blogosphäre, oder man kann sagen, in der Blogosphäre war gestern das Thema ABC ganz heiß und es wurde sehr viel dazu diskutiert. Bestandteile von Weblogs, ganz konstitutiv dafür ist die umgekehrte chronologische Reihenfolge, das heißt, die neuesten Artikel stehen immer oben. Auch wieder so eine Stream-Metapher, man liest das nicht von vorne, sondern von hinten und guckt halt, was ist das Aktuellste, und vielleicht sind altältere Sachen auch schon gar nicht mehr so wichtig, sind aber trotzdem auch durchsuchbar. Jeder Beitrag hat eine eindeutige Adresse, einen sogenannten Permalink, das heißt, man kann die auch zitieren, man kann Kommentare setzen, die Möglichkeit zum Pingback besteht, das heißt, wenn jemand auf meinen Artikel, auf meinen Blog verweist, aus seinem Blog heraus, dann erscheint das automatisch als Kommentar bei mir unter meinen Artikel. Das heißt, auch wenn die andere Person jetzt nicht in mein System kommentiert, sehe ich, dass jemand dort geschrieben hat. Man kann so meistens eine Spalte an der Seite einrichten, wo man zusätzliche Angebote, Informationen hineintun kann. Da kann man zum Beispiel die Beiträge nach Tags ordnen, so wie wir das jetzt schon kennengelernt haben. Man kann Kategorien anlegen, man kann auf andere Blogs verweisen oder auch die Beiträge von anderen Blogs über Feeds dort einbinden. Häufig gibt es ein Suchfeld, manchmal Kalender, um zu sehen, wann ist da der letzte Eintrag gewesen. Eine Blog-Roll ist eine Liste von anderen Blogs, die man gut findet, und Links ins Netz. Die Weblogs ermöglichen auch, statische Seiten anzulegen, also Seiten, die einfach immer da sind. Das könnte zum Beispiel das Profil oder das Impressum sein. Insofern werden Blogsysteme auch als sogenannte Micro-Content-Management-Systeme verstanden. Das heißt, damit kann man auch kleine Websites gestalten. Und eigentlich hat eigentlich so ein Blog immer eine gewisse Subjektivität. Es gibt natürlich auch professionelle Journalistenblogs, da verschwimmt dann die Grenze zwischen einem Blog und einer News-Seite. Arten von Weblogs, hier sieht man mal einige. Zum Beispiel kann man für ein Projekt einen Blog anlegen oder man kann einfach News posten. Im Bereich der politischen Weblogs gibt es Spezialbereich der Warblogs. Das sind Blogs, wo aus Kriegsgebieten berichtet wird. Fotoblogs, wo Fotos dargestellt werden, Knowledge-Blogs, wo man so sein Wissen sammelt, so für sich und auch für andere, Seminar-Blogs, sowas machen wir gerade, dass sie ihre Reflexionen in ihren Blog sammeln und damit im Grunde eine Art verkürztes Portfolio anlegen, Tagebücher kann man sich vorstellen und Bildungsblogs sind Blogs, die ein Bildungsprozess beschreiben, das heißt, wenn Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und dort so Ihre Erkenntnisse zusammenschreiben. Bloggen in Lehre und Forschung ist ein Thema, was schon seit ein paar Jahren aufgekommen ist, und es gibt die sogenannten Hard Blogging Scientists, die versuchen, das in Lehre und Forschung einzusetzen.
In der Lehre, klar, kann man mit den Studierenden kommunizieren, man kann Veranstaltungen organisieren und man kann auch inhaltlich die Lehrveranstaltung vertiefen, indem man zu den Themen der Veranstaltung bloggt, aktuelle News postet. In der Forschung ist es möglich, da mit Kollegen zu kommunizieren, besonders wichtig als persönliches Wissensorganisationswerkzeug. Teilweise Austausch auch mit Fachfremden, die Interesse an dem Thema haben. Und Blogs sind sicherlich, können eine gedankliche Spielwiese sein. Das ist immer noch so ein leicht kontroverses Thema, weil man natürlich auf der einen Seite nicht seine besten Ideen gleich wieder an alle herausposaunen will. Und gerade für Antragstellen ist es manchmal wichtig, bestimmte Dinge doch erstmal für sich zu halten. Und gleichzeitig ist natürlich auch plötzlich eine Schriftlichkeit da, von man normalerweise über Dinge nachdenkt und vielleicht mal eine Idee hat, die man am nächsten Tag gar nicht mehr so gut findet. Ist man dann vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn es dann für immer im Netz steht. Also insofern ist sicherlich die gedankliche Spielwiese auf alle Fälle da. Und trotzdem ist sie aber öffentlich. Insofern muss man sich da dann immer darüber nachdenken, wie viel man dort spielt. Ich glaube, da ist aber auch insgesamt mittlerweile eine gewisse, bisschen Kulturveränderung bei den jungen Kollegen, dass man dort wirklich Blogs schon als eine schnellere Schriftlichkeit, also die irgendwo zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit liegt, versteht und somit dann auch weiß, dass Dinge schnell geschrieben sind. Trotzdem sollte man nicht totalen Quatsch schreiben. Weblogs können sehr effizient genutzt werden als Teil der persönlichen Lernumgebung. Ich denke, das ist für Sie als Studierende absolut das Thema. Ich glaube, einen Blog zu führen als regelmäßig aktualisiertes Lernjournal, damit können Sie sich vernetzen in Ihrer Lerngruppe. Sie bauen damit eine persönliche Wissensdatenbank auf. Sie zwingen sich zur Reflexion. Sie haben da einen ständig verfügbaren Informationsspeicher von den Dingen, die Sie gesammelt haben, rein in die Praxis. Hier sehe ich unser UbiLogs-System, Uni Bremen Logs. Sie alle haben einen Blog darauf und hier sehen wir zum Beispiel Saskia. Gucken wir mal da rein. Und die hat sich zum Thema Foxonomy geäußert. Das Ganze wäre jetzt hier ein Seminarblog. Sie reflektieren die Themen, die Sie dort lernen im Blog. Man kann mit den Blogs auch andere Sachen machen. Wir zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus einem Projektblog von mir. Da tue ich mit einem Mitarbeiter zu unseren Artikeln halt kommunizieren und da geht es jetzt momentan gerade darum, Prozessanalysen und da tun wir uns austauschen. Es sind relativ nicht ganz so viele Beiträge. Sie sehen hier, im Dezember gab es nur einen Beitrag und davor der letzte im April. Wir machen dann doch auch wieder viel mit anderen Medien, also wir wechseln immer ab und zu. Ich glaube, dass manchmal, also man findet sich dann halt dann doch immer Medien, die dann manchmal besser passen für einen bestimmten Arbeitsart. Also hier in dem Fall arbeiten wir sehr viel mit im Versionierungssystem, wo wir unsere Artikel uns austauschen, immer aktuell auf einem Server haben. Das ist ein Beispiel für einen Lernblock von mir aus dem letzten Semester, wo ich zu einem bestimmten Thema angefangen habe zu bloggen, im Grunde so wie Sie zu Ihrem Lernprojekt. Und mein aktivster Blog ist der Didacta Lab Blog, das ist im Grunde mein Homepage-Blog.
Da findet man immer alles, was so aktuell bei mir läuft. Zum Beispiel nächstes Jahr gibt es zwei Tagungen, das EduCamp und das Mobile Learning in Bremen. Sind Sie alle herzlich eingeladen, vor allem zum EduCamp. Hier haben wir Werbung für das erfolgreiche Studieren mit Internet. Wir haben, ich glaube, eine Veranstaltung zur Medienkompetenz in Bremen. Dort habe ich was gebloggt. Und dann gibt es noch eine Filmdoku zum ersten Bremer Edu-Hack. Und da gab es mal einen Kommentar von mir, wo das Bild hier verschwunden ist, weil Slideshare nicht mehr das anschaut, das muss ich mir nachher gleich mal anschauen. Und das ist hier zum Beispiel ein Kommentar von mir zu einem bestimmten Thema. Insofern unterschiedliche Dinge, die ich hier beschreibe. Hier auf der Seite sehen Sie nochmal die Seiten, die es hier auf dem Blog gibt, die Kategorien, ein Archiv und dann so aktuelle Dinge, die ich mache. Ich glaube hier in dem hier, da habe ich zum Beispiel meine Tweets eingebaut und Links von mir und Verweise auf einen Feed von einem anderen Blog, den ich führe, World of Warcraft, da geht es um R, eine Open Source Software. Und auch hier gibt es dann wieder verschiedene Hinweise auf Dinge, die ich mache. Also so vernetzt man das. Wie kann das nun aussehen, wenn das ein Student macht? Ich habe hier im Google Reader, Sie erinnern sich, letzte Episode, die Blogs von Mitarbeitern von mir gesammelt. Nicht alle von meinen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern führen Blogs. Ich gehe mal hier auf den Are You Ready? Gibt es keine neuen Artikel. Ich kann mir trotzdem mal alle Artikel anzeigen lassen, die es hier gibt. Ich kann auch direkt auf den Blog gehen. Und das ist der Blog von Mark Heckmann, mein Resident Research Praktikant, würde ich sagen. Und der hat einen Blog, wo er sich mit R beschäftigt. Er ist eine Open Source Statistik Software. Und der schreibt hier verschiedene Blogbeiträge, wo er Dinge vorstellt, mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Und hier ist ein ganz schöner Eintrag zum Thema Infomaps. Also die Aufgabe war eigentlich hier also ja, statistische Daten als Karte aufzubauen. Und er hat sich dann angeschaut, was ist in R dazu verfügbar. Und das war dann das Endergebnis. Eine sehr, sehr schöne Karte mit verschieden gefärbten Feldern für die Kreise, glaube ich, sind das. Und mit verschiedenen, hier man sieht auch hier schon grau hier die Bundesländer eingefärbt und zwischen den Kreisen das mit weißen und so weiter und so fort. Das ist sehr schön gemacht. Das ist das Ergebnis und hier zeigt er den ganzen Prozess, wie er da hingekommen ist. Das war so ein bisschen so das, womit er angestartet hat. Das gab ihn eher als Basisoption. Man sieht hier, die Länder kann man noch nicht erkennen. Das ist alles schon sehr bunt. Und so hat er dann angefangen. Dann hat er tatsächlich erstmal die Farbstruktur geändert und eine Legende gemacht. Und dann hier, man sieht immer wieder Codezeilen, wie er da gearbeitet hat und wie er dann zum Endergebnis gekommen ist. Und das ist erstmal insgesamt spannend. Noch spannender ist, dass es ganz viele Kommentare dazu gab, 12 Responses. Und hier fangen jetzt Personen an, also ich habe es mir nicht angeschaut, habe ihnen damals einfach so Rückmeldung gegeben, auf dem Flur sozusagen. Und hier kommen jetzt andere Personen, die tatsächlich dann damit weitergearbeitet haben und Rückmeldung gegeben haben. Es geht so weit, dass die dann tatsächlich Code hier reingeben und dadurch entsteht so ein ganz interessanter Diskurs. Man sieht dann auch wieder, dass Marc immer wieder antwortet und er lernt insgesamt über diesen Prozess ganz viel. Und das ist im Endeffekt der Prozess, so wie es bei Ihnen günstigerweise auch gehen sollte. Denn darüber, durch so etwas, fangen Sie sich an, in einer professionellen Community of Practice sich zu etablieren. Und wenn es gut läuft, können Sie dadurch schon Praktikumsplätze, interessante Partner für Ihre Thesis finden, bis hin zu Jobs.
das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz starke Art, damit mit Blogs umzugehen. Okay, also hier nochmal die Zusammenfassung zum Thema Reflexion. Was meint so Reflexion? Sie sollten Blogs nutzen, um zu reflektieren. Zum Beispiel, was habe ich bisher gelernt, wo stehe ich heute und was sollten meine nächsten Schritte sein? Das hilft Ihnen extrem, fokussiert zu arbeiten. Reflexion bildet wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen aus. Das heißt, sich überhaupt eine Meinung zu bilden, die auszudrücken, sie zu artikulieren, aber vor allem auch zu begründen und dann in solchen Kommentaren auch zu verteidigen. Meinung anderer unterstützen, aber auch zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Gegebenenfalls eine Klärung zu suchen, also zu schauen, wie komme ich dann jetzt eigentlich zu einem Konsens. Gegebenenfalls auf die Meinung anderer aufbauen, die weiterentwickeln und vor allem auch Fakten und Meinungen auseinanderhalten können. Das denke ich, ganz, ganz elementare Kompetenzen, die Sie mit der Reflexion in Blogs entwickeln können. Seminarblogs, wie wir sie einsetzen, sind nicht mehr ganz so weit entfernt von sogenannten E-Portfolios. Portfolios ist eine Form alternativer Leistungsbeurteilungssysteme. Ein Portfolio ist prinzipiell erstmal eine Sammlung von Leistungsdokumenten und damit kann man seine eigene Person nach außen darstellen. Man stellt seine eigenen erbrachten Leistungen und Kompetenzen dar, dokumentiert eigene Lernprozesse, aber auch Ergebnisse und muss dabei Gelerntes reflektieren und zur Diskussion stellen. Ohne diese Selbstreflexion dessen, was man dort gemacht hat, ist eigentlich kein Portfolio. E-Portfolios nutzt Verfahren digitaler Medien, um diese Portfolios online zur Verfügung zu stellen mit bestimmten Zugriffsrechten. Und hier rechts in der Darstellung sehen Sie, welche Elemente die in so ein E-Portfolio oder ein digitales Portfolio hineinkommen können. Da gehen nämlich nicht nur Text rein, sondern da können auch Bilder reingehen, da können es können irgendwelche Audiodateien reingehen, da sollten aber auch können auch Videos reingehen etc. Also insofern das Bild hier illustrativ, aber nicht könnte man eigentlich fast noch besser machen, weil man bräuchte eigentlich noch Videos dazu und vielleicht gemalte Dinge etc. Und so ein E-Portfolio, da gibt es Bewerbungsportfolios, da tut man dann entweder die besten Arbeiten rein, die man bisher gemacht hat, oder man macht so ein Entwicklungsportfolio, wo man zeigt, wie man seine Kompetenzen entwickelt hat. Oder man macht halt wie bei uns im Seminarblog, dokumentiert man seinen Lernprozess. Die Mehrwerte von E-Portfolios sind, dass man tatsächlich also seinen Lernprozess dauerhaft und regelmäßig begleitet. Dass es jetzt ein E-Portfolio ist, ermöglicht vor allem natürlich auch eine flexible Zugänglichkeit. Das heißt, ich kann das Portfolio gleichzeitig den Personen meiner Lerngruppe zugänglich machen, verschiedenen Dozenten, aber auch einen Arbeitgeber und gegebenenfalls zum Beispiel in der Schule auch den Eltern. Und ich komme halt auch von überall drauf auf mein Portfolio, sobald ich Internetzugang habe. Und insofern ist ein E-Portfolio in einem normalen Portfolio von der Handhabbarkeit so vielleicht ein bisschen überlegen. Man kann natürlich auch sehr gut da digitale Medien reintun. Wenn es natürlich sehr viel um Handgemaltes etc. geht, dann muss man das fotografieren, das dann vielleicht ein Standardportfolio hat von der Haptik etc. Auch da wieder Vorteile, da würde man wahrscheinlich gegebenenfalls mit Kombinationen arbeiten. Ja, hier nochmal zum Thema Bloggen noch ein Tool. Wir wollen ja immer noch ein Tool haben. Und das ist das sogenannte Scribe-File. Da sieht man jetzt hier einen Screenshot von Scribe-File. Das ist auch wieder ein Add-on, den Sie installieren können in Firefox. Mit Scribe-File können Sie zu einer Seite direkt gleich
Dann können sie bloggen, das heißt, sie können Blog-Einträge erstellen und gleichzeitig aber auf einer Blogseite sehen. Und das hat bestimmte Vorteile der Einbindung dann von Links etc. Andere Möglichkeit ist tatsächlich halt, sie bloggen in einem Fenster und haben halt im anderen Fenster die Seiten offen. Scribefire als Ergänzung zu ihrem Browser, und da wir jetzt ja gerade in Chrome sind, gucken wir mal. Natürlich gibt es auch ein Scribefire für Chrome. Dann installieren wir den mal hier gleich. Installieren wir. So, gucken mal auf Erweiterung. Da haben wir Scribefire. Okay. Sehr schön. Hier sieht man, dass man den erstmal konfigurieren muss, und da tut man seine Blogs dann dazu tun, und dann kann man hier posten. Ja, so viel zur heutigen Episode, dritte Episode. Damit sind wir auch durch. War im Endeffekt nochmal eine kleine Wiederholung zum Thema: Warum bloggen? Was ist so interessant am Bloggen bezüglich der Reflexion? Und nochmal zum Schluss so ein kleines Tool, das das Bloggen jedenfalls ein bisschen vereinfachen kann: Scribefire als Plugin für Ihren Browser. Okay, vielen Dank, tschüss.